Also wir wollen die Linearfaktor zur Legung von 2x² plus 2x minus 12 finden. Dazu setzen wir es zuerst 0. Jetzt ist der Vorschlag gekommen, dass wir dann durch 2 teilen. Das geht hier, ohne dass wir Brüche bekommen. Und dann haben wir x² plus x minus 6 gleich 0. Aber hier darf genauso die Mitternachtsformel angewandt werden. Es kommt auch das gleiche Ergebnis raus. So, was machen wir jetzt hier? Ja. Einsetzen, also erstmal A, B und C. Genau, die Mitternachtsformel einsetzen. Indiz für die Mitternachtsformel ist das x². Und wir haben A, B und C. Und das A? 1. Ja. Weiter? B1 minus 6. So, und dann setze ich an, x1, 2 gleich minus B. Plus oder minus die Wurzel aus b² minus 4ac durch 2a. Und das wird dann zu, ja? Minus 1 Wurzel 1 Quadrat minus 4 mal 1 mal minus 6. In Klammern jetzt. Durch 2 mal 1. So, und dann stelle ich fest, dass minus 4 mal minus 6 plus 24 ist. Das heißt, das ist minus 1 plus oder minus die Wurzel aus 1 plus 24 halbe, das ist Wurzel 25, also 5. Wir haben also minus 1 plus oder minus 5 halbe. So, was ist jetzt das x1, was ist jetzt das x2? Ja? X1 ist 2, minus 2 ist minus 3. 2, wir kommen auf die 2, indem wir rechnen minus 1. Plus 5, das ist 4, halbe ist 2. Auf die minus 3 kommen wir minus 1. Minus 5, das ist minus 6, halbe ist minus 3. So, wie heißt also die Linearfaktorzerlegung? Ja? X minus 2 mal x plus 2. So, dann machen wir doch gleich mal die Probe. Das heißt, ich multipliziere jetzt aus, das mal den gibt x², das mal dem ist plus 3x, das mal dem ist minus 2x, das mal dem ist minus 6. Aber wenn ich das zusammenfasse, dann kriege ich x² plus x minus 6. Und sorry, das ist aber nicht das gleiche, oder ist das gleiche wie 2x² plus 2x minus 12. Ist das gleiche, ja oder nein? Es ist nicht das gleiche, aber ich kann es nicht richtig begründen, außer, also ich habe halt eben das mit dem 2 x Quadrat rechnet und da kam halt eben bei x1 3 raus und bei x2 minus 2. Wenn man es mit der 2 rechnet, kommt tatsächlich, da steht hier dann eine plus 2 und dann habe ich hier auch wieder eine minus 2. Es kommen exakt die gleichen Werte raus. Also das heißt, wenn man das mit a gleich 2, b gleich 2 und c gleich minus 12 rechnet, muss exakt das gleiche rauskommen. Nee, aber das ist tatsächlich nicht identisch mit dem. Dann ist falsch. Oder ist nicht falsch? Die Theorie ist falsch. Was ist los? Ja. Wenn man jetzt wieder mit 2 multipliziert, also den Schritt sozusagen rückgängig macht, den man am Anfang gemacht hat. Aber ich hätte den ja nicht machen müssen. Wenn ich so gerechnet hätte, wäre ich auch das gleiche Ergebnis gekommen. Es muss ein bisschen anders ausdrücken. Aber die Richtung stimmt. Ja. Dann kommt man wieder auf, wenn man das mal 2 rechnet, kommt man wieder auf das Ergebnis. Mhm. Also das heißt, ich muss hier eine 2 davor schreiben, sonst stimmt es nicht. Wo kommt denn diese 2 her? Ja? Ja, der Faktor vor dem x². Der muss an dieser Stelle stehen. Wenn der Faktor vor dem x² nicht dasteht, dann ist es nicht die richtige Linearfaktorzerlegung. Weil dann habe ich ja hier am Ende nur ein x². Nicht so viele, wie ich normalerweise habe. Also diese 2 hier, die muss als Faktor vor der Linearfaktorzerlegung stehen, sonst funktioniert es so nicht. Gut, und dann mit der Probe geht's ja. Falls der Term ax plus bx plus c keine Nullstelle hat, dann hat der k Linearfaktorzerlegung. Was muss da rein? Ja?
keine. Jo, also erste Lücke keine. Weiter. Falls der Term ax² plus bx plus c 2 mal stellen x1 und x2 hat, wird ax² plus bx plus c identisch. Was da drin steht? Ja? Klammer auf, x minus x1, Klammer zu, Klammer auf, x minus x2. Aber das haben wir gerade gesagt, wollen wir nicht so haben. Da fehlt noch eine Kleinigkeit. Also es ist richtig, aber es fehlt, ja? Gleich 0. Das gleich 0 ist die ganze Rechnung hier. Nein, das ist kein gleich 0. Ja? Das war der Faktor. Ja, und wie heißt der Faktor? Genau dieses a muss hier stehen. Da steht dann das hier. Und das letzte nochmal. Falls der Term ax² plus c mal 1 bei der x1 hat, dann wird ax² plus c. Gut, was muss da reinkommen? Ja? X minus x1 zum Quadrat. Aber auch das ist wieder falsch oder besser gesagt unvollständig. Ja? Genau, da muss noch der Vorfaktor a dazu. So, bitte nochmal die komplette d vorlesen. Falls der Term ax² plus bx plus c keine Nullstelle hat, dann hat er keine lineare Vervollständigung. Falls der Term ax² plus bx plus c 2 Nullstellen und 1 x 2 hat, dann wird ax² plus bx plus c identisch a Klammer auf x minus x1 Klammer zu mal Klammer auf x minus x2 Klammer zu. Falls der Term ax² plus bx plus c genau eine Nullstelle x1 hat, dann wird ax² plus bx plus c identisch a Klammer auf x minus x1 Klammer zu zum Quadrat. X1 hat in diesem Fall eine doppelte Nullstelle. Fragen dazu?